Dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen in der Veltins-Arena zu unserem Mediengespräch vor unserem Derby gegen Borussia Dortmund am morgigen Samstag. Ja, wie ihr seht, ist der Thomas nicht da, ich bin es nur. Aber wie immer zu meiner linken Seite unsere Gesprächspartner, unser Chefcoach Jens Keller und unser Manager Horst Held. Dann bitte ich um eure Fragen. Oh, gut. Okay, gerne. Ja, Eiko. Ja, zum Warmwerden der Klassiker, Herr Keller, wie sieht es beim Personal aus? Ja, es hat sich ein bisschen entspannt bei uns. Es sind wieder jetzt drei Spieler dazugestoßen im Kader mit Uchida, Fuchs und Moritz. Allerdings haben alle drei Spieler natürlich noch ein bisschen Trainingsrückstand, aber sie haben schon einen ganz ordentlichen Eindruck diese Woche hinterlassen. Nachfrage dazu, können Sie uns schon verraten, ob die drei im Kader stehen werden oder einer von den dreien oder zwei von dreien? Es könnten drei, es kann einer drin stehen. Also es stehen bestimmt der ein oder andere ist im Kader, aber wie viel genau ist noch nicht ganz klar. Ja, hier vorne einmal. Jörg Strohschein. Hallo? Herr Keller, jetzt mit so ein paar Tagen Abstand, jetzt haben Sie zwei Siege, einen Unentschieden in Galatasaray. Wie entspannt war das persönlich für Sie, dass Sie jetzt mal Erfolgserlebnisse mitnehmen konnten? Wir haben aber auch noch einen Unentschieden in Mainz, also war auch nicht so schlecht. Nein, keine Frage, ist natürlich die Situation so ein bisschen auch von euch Mädchen, klar, ein bisschen entspannt. Nichtsdestotrotz wissen wir schon, dass wir noch genügend zu tun haben, aber das war jetzt sehr, sehr wichtig, die Erfolgserlebnisse auch für die Mannschaft. Man merkt es natürlich auch gleich an der Stimmung in der ganzen Mannschaft und es war schon sehr, sehr wichtig, vor allem die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind die letzten vier Spiele, war schon sehr gut. Herr Keller, sind Sie denn ein Pragmatiker und sagen, drei Punkte gibt es in diesem Spiel zu holen oder gehen Sie auch sehr emotional in diese Partie? Gibt es da in dem Spiel mehr? Okay. Ja, in dem Spiel gar keine Frage. Das ist sicherlich hier in Deutschland das größte Derby, das man spielen kann. Das ist schon etwas Besonderes. Aber wie Sie auch gerade schon gesagt haben, unterm Strich geht es um drei Punkte. Ich würde meine Frage gerne nochmal so ähnlich an Herrn Held stellen. Wie bemerken Sie eine neue Entspannung, die sich jetzt hier eingestellt hat, oder ist alles so wie immer? Oder? Na, natürlich, wenn man, ist ja nicht nur bei uns so, denke ich, sondern bei jedem anderen Fußballverein auch, wenn man erfolgreich agiert, dann ist es in der Tat natürlich einfach entspannter und in den letzten Wochen haben wir nicht nur gute Ergebnisse erzielt, sondern die Art und Weise, wie wir sie auch erzielt haben, das war wirklich einen Schritt nach vorne und das wollen wir natürlich beibehalten. Nichtsdestotrotz bleibt es natürlich, dass wir jetzt nicht nur, weil es in den letzten vier Spielen oder vier Wochen halt auch angenehm war, das gefällt uns und das möchten wir natürlich auch beibehalten. Und deswegen gilt es natürlich auch in Zukunft dafür zu sorgen, dass wir positive Ergebnisse erzielen. Aber die Mannschaft merkt das ja auch, dass es angenehmer ist und entspannter am Ende vom Tag ist, dass man auch mal wieder lachen kann, ohne um die Ecke zu schauen, dass einem da gleich was unterstellt wird. Und das ist dann schon natürlich schön. Auch eine Frage an Herrn Held. Vielleicht sagen Sie uns noch mal was zu der Bedeutung des Derbys. Und als zweite Frage vielleicht noch mal einen kurzen Kommentar zu den Fans. Wir sind ja nicht gerade bekannt für die große Fanfreundschaft. Am Mittwoch gab es wohl auch schon Ausschreitungen in Dortmund am Flughafen. Vielleicht Ihr Kommentar dazu. Also natürlich hat das Derby eine ganz, ganz große Bedeutung für beide Fanlager. Wir haben glücklicherweise das Hinspiel gewonnen und möchten natürlich auch das Rückspiel gewinnen. Das ist ein hohes Prestigeduell, aber ich glaube, die Verantwortlichen von Dortmund sehen es genauso, wie wir es sehen. Wir bemühen uns bei aller Emotionalität, die vorhanden sein muss, natürlich das Wichtigste, dass es halt einfach gewaltfrei bleibt und dass die Rivalität, die vorhanden sein muss und die halt auch gelebt werden sollte, aber ausschließlich auf dem Platz stattfindet. Und das ist das ist ein großer Wunsch von allen Beteiligten, ein großer Wunsch von den Verantwortlichen, von den Spielern halt. Die sollen da ihre Kräfte messen, sehen auch ihre Verantwortung da, aber nur auf dem Platz. Und
Es ist schon was Besonderes, im Derby dabei sein zu können, deswegen freuen wir uns auch darauf. Und was zu diesen Auseinandersetzungen am Flughafen ist, da kann ich nichts zu sagen. Da habe ich auch noch keinen Polizeibericht vorliegen. Das, von daher ist das, kann ich Ihnen das jetzt nicht, da kann ich keine Stellung zu nehmen, außer dass das natürlich überhaupt nicht in Ordnung ist und ich das genauso verurteile wie jeder andere hier auch, denke ich, in dem Raum. Ja, vielleicht können Sie auch noch mal Stellung dazu nehmen. Haben Sie Angst vor Ausschreitung nach dem, was am Mittwoch passiert ist? Ich glaube, dass wir insgesamt sehr gut vorbereitet sind auf das Derby und alles gemacht haben oder alles tun, damit, wie gesagt, hauptsächlich die Rivalität sich auf dem Platz austrägt. Versuchen das so gut wie es geht einfach zu vermeiden. Da arbeiten die Vereine auch sehr intensiv zusammen und genauso hören sie auch, denke ich, immer in jeder sich bietenden Gelegenheit aus Dortmund, dass keiner daran interessiert ist, außerhalb des Platzes da Aggressionen von sich zu geben. Und ich hoffe hoffe, dass es halt auch dementsprechend nur die Emotion auf dem Platz stattfindet und nicht außerhalb des Platzes. Vielleicht einmal zur Information, die beiden Vereine haben sich vorher zum Thema Sicherheit auch so geäußert, dass man eben gesagt hat, wir sagen jetzt gar nicht zu, das ist eben Sache der Polizei und von daher haben wir da leider keine anderen Informationen. Hier vorne einmal bitte. Eine Frage an beide Herren. Zu Beginn der Rückrunde hieß es, die Qualifikation für die Champions League sei das Ziel. Dann nach einigen Rückschlägen hieß es, ja, darüber können wir jetzt erstmal nicht reden oder nicht dran denken. Jetzt gab es positive Ergebnisse, die Konkurrenz hat auch mitgespielt. Wie sieht es jetzt aus, bezogen auf diese Frage? Ja, also ich glaube, wir sollten das weiter so behandeln, wie wir es zum jetzigen Zeitpunkt machen. Ich glaube, nach der langen Durchstrecke, die wir da durchgemacht haben und nicht erfolgreich agiert haben, ist es sinnvoll, halt jetzt nach den jüngsten Erfolgen halt trotz alledem weiter so zu arbeiten, wie wir es gemacht haben, halt einfach auf das nächste Spiel zu schauen, sich nicht verrückt machen lassen, was wir in den letzten Wochen halt auch immer gemacht haben und möglichst viele positive Ergebnisse mitnehmen. Und es ist nach wie vor so, dass die Saison natürlich zwar sich in der Endphase befindet und trotz alledem sage ich Ihnen sicher, dass mit einem morgigen Sieg wir nicht definitiv unsere Ziele schon erreicht haben, mit einer Niederlage unsere Ziele auch definitiv nicht verloren haben. Halt, es ist ein sehr, sehr bedeutendes Spiel, aber es ist eines von 34 Bundesliga-Partien, die wir haben. Halt. Und deswegen müssen wir versuchen, gute Spiele abzuliefern. Aber danach kommen auch noch sehr, sehr wichtige Spiele, wo es viele Punkte zu verteilen gibt. Und über Saisonziele zum jetzigen Zeitpunkt zu reden, macht trotz alledem keinen Sinn. Herr Held, Clemens Tönnies hat gesagt, dass Spieler wie Benedikt Höwedes und Julian Draxler unverkäuflich seien quasi. Sehen Sie das auch so? Ja, natürlich. Nachfrage, Sie stehen ja in Verhandlungen mit Benedikt Höwedes. Es soll ja jetzt in der nächsten Zeit ein Ergebnis geben. Wie weit sind die Verhandlungen mit ihm, was eine Verlängerung angeht? Ja, wir tauschen uns da aus. Wir sind da auch in Gesprächen. Trotz alledem haben wir natürlich jetzt auch in den letzten Wochen viel zu tun gehabt. Jeder hat viel zu tun, aber wir haben dann auch ein bisschen was zu tun und sind auch viel unterwegs gewesen. Aber wir sind da in Gesprächen und gucken, wie das Ergebnis dann ausschauen wird. Mal bitte Jörg Strohschein. Oder? Jetzt geht es ja gegen Borussia Dortmund, die sich gerade in einem, oder sagen wir mal so, Dienstag haben die ein sehr gutes Spiel gemacht. Ist das ein unglücklicher Zeitpunkt, wo man auf die trifft? Also machen Sie sich ein bisschen Sorge, ob der des Formhochs des BVB? Ich glaube, der BVB hat die ganze Runde bis jetzt schon sehr, sehr gute Spiele abgeliefert. Das ist eine sehr gute Mannschaft mit sehr hoher individueller Qualität. Aber ich denke, dass Sie auch gesehen haben, dass wir die letzten Wochen relativ konstant gespielt haben. Und fragen Sie Dortmund, ob der Zeitpunkt dann gut ist, wenn Sie gegen uns jetzt spielen. Herr Held, vor ein paar Jahren hat Dortmund mal in einem Derby so eine Sonderprämie ausgesetzt für einen Sieg.
Ist das hier auch auf Schalke für Sie ein Thema? Hat das so eine herausragende Bedeutung, dass Sie sagen würden, da greife ich extra in die Tasche, wenn die Spieler das gewinnen? Ist sie ausgezahlt worden? Ich glaube ja, also es hat ja funktioniert. Ja, das weiß ich ja nicht, das war jetzt meine Frage. Ich glaube, bei so einem wichtigen Spiel und bei einem Derby, da geht es in erster Linie, und das wissen die Spieler auch, und so verhalten sie sich in dem Fall auch, dass man die nicht noch mit Geld pushen muss, in dem Fall, sondern die wissen ganz genau, dass sie versuchen, dieses Spiel zu gewinnen, gutes Spiel abzumachen, weil es wichtig für die Fans ist und da eine extra Prämie auszuloten. Das braucht unsere Mannschaft nicht. Wir sind heiß genug. Eine Frage an Herrn Keller. Haben Sie eigentlich in den letzten Tagen Kontakt gehabt zu Herrn Tönjes? Und wenn ja, wie war das Gespräch, was Sie mit ihm hatten? Hat er gesagt, er hat aus der Ferne beobachtet, was hier los war und hat Ihnen die Daumen gedrückt, dass alles gut wird? Oder was gab es da? Ja, wir sind regelmäßig im Austausch. Aus der Ferne war es dann mehr über die SMS-Schiene. Aber von daher sind wir schon regelmäßig im Austausch und er ist immer ganz heiß dabei und er wird von mir auch immer informiert und das ist auch gut so. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Keller. Was spüren Sie in der Mannschaft vor so einem Spiel? Merken Sie den Spielern an, dass das für die was Besonderes ist, jetzt auch den Spielern, die vielleicht nicht unbedingt hier aus der Region stammen, dass sie doch so eine besondere Anspannung oder Erwartungshaltung spüren bei denen? Nein, die Jungs sind wie die letzten Wochen auch diese Woche wieder sehr konzentriert gewesen. Sicherlich merkt man dem einen oder anderen das ein bisschen mehr an, dass es jetzt zum Derby kommt. Ich glaube, die Spieler, die hier groß geworden sind, hier aus dem Verein sind, leben das natürlich noch ein bisschen anders als Spieler, die jetzt von außerhalb gekommen sind, aber nichtsdestotrotz lesen auch die Zeitungen und wissen, wie die Rivalität ist. Aber wie gesagt, wir haben alle wieder sehr konzentriert diese Woche gearbeitet. Jeder hat voll mitgezogen und sie sind sehr fokussiert auf das Spiel. Herr Keller, eine ganz einfache Frage. Wie muss Schalke spielen, um Dortmund zu schlagen? Ein Tor mehr machen als Dortmund. Würden Sie sagen, mit einem Sieg über Dortmund wären Sie auf Schalke angekommen? Ach, das können Sie dann wieder beurteilen, ob ich angekommen bin oder nicht. Ich betone es immer wieder, wie die letzten Wochen auch. Ich mache mir einen Job und hänge mich hier voll rein. Mir macht es wahnsinnigen Spaß, hier zu arbeiten. Aber ob das wieder an Sieg oder Niederlage an dem Spiel abhängig ist, ob ich angekommen bin oder nicht. Ich bin angekommen für mich und alles andere dürfen Sie dann wieder beurteilen. Ja. Ach so. Herr Keller, wenn zwei solche Mannschaften in so einer Hochform, in der sie ja beide wohl auch sind, dann aufeinandertreffen in so einem Spiel, dann kann man immer zwei Dinge erwarten. Entweder ein rauschendes Fußballfest mit super Fußball auf beiden Seiten oder so ein Angstfußball, wo man sich vielleicht vor lauter Respekt so ein bisschen verkriecht und erstmal keine Fehler machen möchte auf beiden Seiten. Womit rechnen Sie? Ja, ich rechne damit, dass wir nicht mit Angst ins Spiel gehen. Ich rede jetzt von meiner Mannschaft. Wir wollen hier zu Hause unseren Fans ein gutes Spiel zeigen, mit vollem Einsatz, mit Engagement und Leidenschaft. Und das erwarte ich von meiner Mannschaft. Ich erwarte nicht, dass die Mannschaft Angst hat. Da hinten bitte einmal. Vielleicht nochmal angesichts der Randale am Dortmunder Flughafen. Vielleicht können Sie auch beide darauf antworten, Herr Held und Herr Keller. Gerät der Fußball da vielleicht so ein bisschen auch in den Hintergrund? Also wir haben ja was da eben dazu gesagt. Ich glaube, ich möchte und sollte jetzt auch nichts mehr zu sagen. Mehr als wir verurteilen kann ich das nicht. Und alles andere, wie gesagt, liegt halt auch dann bei der Polizei, die uns dann informiert und dann geht es halt weiter. Aber ich habe da eben schon, denke ich, genug gesagt und da brauchen wir jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Anderes Thema, Herr Keller, aber nicht die Fanrandale. Der Thomas Schaaf hat gestern eine für mich bemerkenswerte Aussage getroffen. Fans beim Training wären kontraproduktiv. Ich weiß nicht, ob ihr das Entschuldigung, ich habe es gerade nicht verstanden, was ist kontraproduktiv? Fans beim Training wären kontraproduktiv. Es geht darum, dass wenn zu viele Zuschauer am Rand stehen, die Spieler vielleicht abgelenkt wären oder sich selber zu sehr unter Druck setzen. Jetzt wird das Bundesliga ganz verschieden gehandhabt. Manche Vereine trainieren öfter unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter anderem Borussia Dortmund.
bei Schalke ist halt immer offenes Haus, das ist auch gewünscht. Ja, wie bewerten Sie die Aussage Ihres Kollegen und ja, was Ihre Meinung überhaupt, wie sehr Fans stören können oder wie wichtig sie sind für Schalke? Ja gut, für Schalke sind die Fans enorm wichtig und deshalb ist es ja auch so, dass sie bei uns hier rein können. Sicherlich ist es für einen Trainer und auch für einen Spieler nicht immer ganz einfach, wenn draußen ein großes Fanaufkommen da ist. Man darf immer nie die Tradition eines Vereins außer Acht lassen und Schalke ist nun mal ein sehr fennaher Club und so wollen wir das auch weiter handhaben. Gibt es weitere Fragen? Ja, das ist nicht so. Dann bedanke ich mich für euer Kommen und freue uns, dass wir uns morgen wiedersehen beim Spiel.